Herzlich willkommen zu Fein 47. Wir sind auf dem Weg, den Berg hoch zu erklimmen. Letzte Folge schon. Diese Folge werden wir es verenden, hoffentlich. Es ist ein langer, steiniger Weg bis oben hin. Warum ist der Weg so steinig und schwer? Was habe ich schon wieder im Ohr? Das habe ich lange nicht gehört. Eigentlich als Kind und dann denke ich mir so. Bestimmt ein, zweimal im Radio noch. Naja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und genießt mit mir Final Fantasy 7 gerne. Ich nehme euch mit auf diesen Berg. Und was uns da noch so erwartet, wissen wir ja nicht. Außer ganz viele Sachen, die wir einsammeln können. Reife Eiche und Tannenzapfen und alles andere noch. Und ich nehme euch einfach mit. Hier ist noch ein Nadelkuss. Was können wir? Mal Flammenblitz ein... Achso, stimmt, ihr habt recht. Wir müssen Aeris retten, helfen, ihre Waffe hoch zu... Ne? Ich hab schon wieder Kommentare im Kopf oder sowas. Mach doch mal dies und das. Also Tipps immer gerne gesehen, ne? Und auch so, wenn ich was vergessen habe. Oder so. Helft gerne, schreibt gerne rein. Außer Spoiler. Geschichtsspoiler und sowas. Das bitte nicht. Aber sonst immer gerne, ja, damit. Lichtschild wollt sie lernen, genau. Hat sie das denn jetzt gelernt? Wir können noch ein Lichtschild nehmen. Und Cloud, warum bist du schon wieder fast low? Auch geschockt. Ob das alles war, weiß nicht. Aber wir haben ein paar Heiltränke. Cloud, los. Haben wir noch einen Ether? Ja, genau. Nimm mal einen Ether. Perfekt. Bevor wir uns in die nächsten Kämpfe stürzen und irgendwann wieder tot sind. Das wollte ich ja nicht. Gut. Mann, Cloud, bist du stark. Yeah, Schrott rumwerfen. Kommt, Leute. Grüße doch noch, hi. Früher wusste man sich auf dem Berg. Oh, zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Ja, natürlich. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Ja, ist schlimm, ne? Vor allem von der Stadt. Und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Echt. Ich verstehe das voll und ganz. Wir hätten wenigstens mal stöhnen können, ne? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Dann stöhn zweimal. Also wie geht's schlecht? Ich meine die Schwarzkutten, ne? Nicht das, was hier. Ja, hätten die wenigstens machen können. Da hätten die wenigstens gegrüßt. Wäre zwar abgehauen, aber okay. Wir kommen nicht durch ihre Panzerung durch. Was ist das denn? Schlag! Er beißt mich, Hilfe! Ich weiß doch nicht, was wir da machen können. Schnell, lass mal eine Analyse rausspringen. Physische Attacken von hinten erweisen sich bei ihm als nutzlos. Fügt ihm eine bestimmte Menge an Schaden zu, während er Drangsalieren einsetzt, um ihn schockanfällig zu machen. Oder halt Eis.
Wann ist dran sanieren? Ach das. Nein! Laut! Das dran sanieren. Du hast Kraft, Ares. Du kannst dich selber heilen. Schnell. Und Cloud macht jetzt mal die eisige Verkettung da hinten hin. Nein. Noch eine eisige Verkettung, los. Ich hab denen alles gegeben. Hilfe! Macht was! Ja, gut, dann machen wir ein Gebet schnell, ne? Ja. Er hat auch kein Eis dabei, ne? Ist halt einfach. Dann machen wir jetzt schweren Flammenblitzschaden. Irgendwie muss man die doch kriegen. Jetzt liegt es an dir. Ah, kann Red irgendwie Vitra? Ja. Nell. Alter, lass das doch mal ab. Die sind voll unfair. Nell, Eis oder sowas haben wir nicht. Ich greife auf Gegenstände zurück. Ich rüste Ares gleich Eis aus. Reicht. Oh, Eis. Panzerbrechende Granate, das hört sich doch gut an. Hier, bitteschön. Rächerhaltung. Hier, frostiges Gebrüll. Ach, er kann Frost. Ist egal, Cloud, du musst hier den jetzt Schaden zufügen, so viel wie es geht. Gott sei Dank. Und jetzt Ares heilen, ja? Oh, warte, Synchrofähigkeit, Visionssynthese. Okay, vielleicht sollten wir doch erstmal heilen. Es gibt eine Zeit zum Ausruhen, los. So, wir können noch einmal Cloud heilen, bitteschön. Ja, jetzt ist er geschockt. Weg mit denen. Ich mag die Viecher ja nicht. Weg. Weg mit denen, ich will nicht mehr. Wir haben sie analysiert, wir haben sie besiegt, fertig. Mehr brauchen wir nicht. Majoran, alles andere, der Gegenstand passt nicht mehr ins Inventar. Ja, verkaufen können wir aber gerade auch nicht, das ist halt schlecht. Ach, das ist ein Rieh. Ich habe gerade gedacht, hä, warum, wie liegen die denn da? Ich wollte nur gucken, wie er da süß rumliegt. Entschuldigung. Dann halt nicht. Wir gehen weiter, Ares, Red. Leute, ihr seid mit dabei.
Was ein Kampf das war. Aber nur weil die Panzer hatten und wir keine Eisfähigkeit. Gut, Red hatte das. Da habe ich nicht nachgeguckt. Aber ja, gut. Cloud auch ein bisschen, hat aber irgendwie nicht geholfen. Genau, ich wollte ja jetzt nachgucken, dass wir irgendwen von denen. Ich glaube, Red können wir das geben, oder? Gewitter haben wir, heilen, Toxin benutzen wir fast nicht, da kommt jetzt Eis rein. Haben wir irgendwo Eis? Frost zum Beispiel, nee, haben wir nicht mehr. Gut, dann müssen wir es irgendwann mal kaufen oder so. Wir haben frostiges Gebrüll, muss dann reichen. Hier sind schon wieder die nächsten. Jetzt reicht's ja. Ja, okay, das reicht auch. Und dann Schock anfällig gemacht. Bam, 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 Schwertsturm. Ja, das war schon anders. Die können nicht so viel. Und gleich sind wir tot von denen. Weil ich das wieder gesagt... Das ist cool, oder? Ist noch riesiger Wasserfall. Es wabert und wabelt und... Die haben da so eine Drohne mit. Sollen wir uns beeilen? Ich weiß nicht. Jetzt ein Boss. Okay. Gut. Naja. Wenn es sein muss, denn... Ich dachte Story, aber Shinra... Okay, Kronpilze gehen auch. Können wir auch mit Schwertsturm dran gehen. Weiter geht's. Komm mit dem Berg hoch. Ich will irgendwie nicht zu den anderen. Ich habe immer noch das 55% gut. Ich hätte auch Weg sagen können 70% oder 60%, aber nein. Der Weg ist 55. Oder waren es doch 60? Ich weiß nicht. Ich bin nachtragend. Ich habe bei den 55 aufgehört. Alles einsammeln. Wir können hier kurz rasten. Wir können das einsammeln. Wir können kurz einkaufen und Frost noch einkaufen. Ether einkaufen auf jeden Fall. Und eine Phönixfeder. Das sind ja im Angebot. Hier Frost. Und mir zwei. So. Es gibt noch mehr Frost. Egal. Leute, wir haben Frost. Das heißt erstmal Red mit Frost. Nee, Toxin wollten wir herausnehmen, ne? Da ist Frost. So, perfekt. Vielleicht brauchen wir noch irgendwann später mehr. Das weiß ich nicht. Ich habe es vorsichtshalber mitgenommen. Dann gehen wir erstmal, setzen uns hin und rasten einmal. Wer nicht rastet, der rostet. Ja. Geht zwar anders, aber bei mir ist, wer nicht rastet, der rostet manchmal. So. Jedenfalls gilt das hier in diesem Spiel so. Ich habe letztlich abgespeichert. Wir sollten abspeichern. Bevor wir sterben. Sonst war das alles umsonst. Dann darf ich wieder hier hochlaufen. Nein. Also schon macht der Spaß, aber... Ne? Wer kommt da? Aha. Die sind's wieder. Kommt. Raus mit euch. Wieso haben die rumgefahren? Geflogen. Die Turks.
Seid ihr zu kämpfen hier oder zum zur Escort? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Tunern verlaufen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal in die gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brute und mich? Klar? Aha. Das war so klar, dass wir den gesehen haben, dass der hier bleibt. Aber wir haben viel zu tun. Naja, die gehen und wir. Ja. Der wird uns nur rösten, aber ist alles okay. Das glaubst du doch nicht. Dass wir vor dem aufgeben. Wie soll ich den Flammenwerfer ausbrüllen? Gut. Nee, erstmal ausweichen. Jetzt können wir Analyse einsetzen. Also, wir brauchen Blitz und Wind. Nutze die Elementarschwächen deines Gegners aus und füge ihm eine bestimmte Schadensmenge zu, um ihn schockanfällig zu machen. Die Chancen dafür sind besonders hoch, wenn er sich gerade abkühlen muss, um seine Überhitzung vorzubeugen. Ja, aber Arrow sollte... Was soll denn das? Hat er abgebrochen? Aua! Ist wirklich ein Unfug. Was soll denn das? Er kann ein frostiges Gebrüll einsetzen, weil er das muss. Was soll denn das? Wieso kann man in diesem Spiel nicht richtig ausweichen? Vielleicht. Du bist eingeschlafen. Ja, bist du. Der nervt mich gerade. Bitte mach was dagegen. Danke, Schwäche einfach. Verbrenn wen anders, bitte. Da entkommt man doch nicht, oder? Ach, Mann. Komm schon! Genau her! Ab mit dir! Dann ein Aero, bitte! Sturmwarnung, alles okay? Wechsel! Ich übernehme das. Du bist dran. Ich übernehme. Ich hätte gerne... Ich weiß nicht, wie man da entkommen soll, hä? Manche Sachen sind einfach voll unfair. Dann machen wir das halt so rum, ja, egal. Du machst dein frostiges Gebrüll, danke. Und sie macht dann jetzt Gebet. Beenden wir es! Flieg!
Und auch Blitzra anwenden. Was kann denn... Red könnte Cloud ein bisschen unterstützen. Synchro-Fähigkeiten könnten wir jetzt reinschmeißen. Der Blütensturm! Ja, zur Hälfte geschafft. Jetzt verbrennt er alles oder was? Es reicht! Was soll ich denn dagegen machen? Eigentlich egal, was wir machen, ne? Warte mal. Die anderen können was beschwören. Ifrit haben wir noch nicht gesehen, oder? Lass Ifrit beschwören. Haben wir Ifrit schon gesehen? Ich weiß nicht. Titan haben wir gesehen, oder? Ifrit fast genauso. Ach, keine Ahnung. Feuer, Eis. Das war nicht so gut bei Feuer, Eis. Nichts überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Was du kannst, ist... Das war jetzt nicht so gut. Ich leg los. Achtung! Der ist für dich! Ich leg los, ich leg los! Steh auf! Ich hab nicht geschlafen. Gut. Aeris kann erstmal heilender Wind machen. Cloud setzt die Esper an, Feuerbrunst. Was ist denn das? Flammensturz. So, sie kann... Das ist jetzt gemein. Haben wir irgendwo noch Äther oder einen Super-Äther? Aeris, Aeris kriegt einen Super-Äther. Feuer der Hölle. Wir sehen das erste Mal, glaube ich, Ifrit, oder? Er verbrennt einfach alles. Hatten wir Ifrit schon? Ich weiß es nicht. Mit durcheinander. Was hatten wir? Was hatten wir schon nicht? Jeder Hieb ein Treffer, mach mal. Nicht übertreiben. Limit. Schnell Blitzra reinwerfen. Ja, geschafft. Auch eine Fähigkeit, Synchro-Fähigkeit. Ungezähmter Aufstand. Los! Das war cool. Red kann noch ein frostiges Gebrüll reinschmeißen. Aero reinschmeißen. Ja. Geschafft. Wie Red da reingesprungen ist. Dann kommt Cloud hinterher. Fertig. Wie geschmiert. Ja.
schafft. Die Turks sind also wieder im Dienst. Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung. Die anderen warten auf uns. Die warten auf uns, aber wie cool das war, ne? Sah schon cool aus. Der Typ wieder mit seinem Hund. Nun gut, kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus zu verzeichnen. Nach der Analyse der uns vorliegenden Daten schlussfolgern wir, dass diese Störung auf die Existenz einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist. Oh, das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Aber man muss sie nur hassen, ne? Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus-Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus-Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidecker, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Wenn Sie erlauben. Was ist? Es gibt eine Frage, die mir Ihr Vater nie beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7, für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut Ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar. Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Sehr gute Frage. Vielleicht, weil es keiner wollte. Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Nein, ja. Shinra bleibt Shinra, man muss es hassen. Was? Was ist denn jetzt los? Slums von Sektor 5, verlassenes Haus. Ja? Mach bitte auf! Damit geht's dann im nächsten Part weiter. Ich freue mich schon, aber ihr müsst euch gedulden.
Nein, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis hierhin war es schon lange und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Lasst gern ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön. Tschüss.